So, das mal drei Arme. Machen wir 5 Ärmchen. Und in der Mitte tun wir das Ganze dann wieder wegtransportieren lassen. Das ist eigentlich eine gute Idee. So. Gehen wir nochmal Kohle holen. Kohle, 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 Kohle. Das Lied von Gronkh, das steckt an. Kohle, Kohle, Kohle. Zack, zack. Und Strom. So, die bestücken die Schmelzöfen. Und dann tun wir hier schon mal umbauen. Jetzt muss ich was kurz überlegen. Ja, tun wir das hier reinkommen lassen. Da brauchen wir dann nochmal Ärmchen für die Kohle. Das Fließband für die Kohle. Und dann müsste hier praktisch das Fließband für ja, den Auswurf sein. Ich mach das jetzt mal so dekorativ. Wobei, nee, warte, 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 warte. Na doch, das hätte ich jetzt lassen können. Die Kohle muss rein. Die machen wir in die Mitte. Also Ärmchen für ja, den Auswurf praktisch. Das Endprodukt ist dann praktisch hier drauf und hier ist die Kohle drauf. Okay, so. Chaotisch. Steine. Das sollte hoffentlich so klappen. Was wollte ich jetzt mit den Steinen? Steine! Schmelzöfen. Mach da auch mal drei. Der Nightplan, genau. Das ist mein Nightplan. Okay, Endprodukt, Kohle, Endprodukt. So müsste das hoffentlich passen. Der Nightplan, der meistens nach hinten losgeht. Haben wir ja bei Wimworld gesehen, ne? So, oh, dann. Gut, die siedle ich nochmal um. Kohle. Her mit der Kohle. Mache ich erstmal. Eisen, Eisen. Hier.
So, dann können wir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Fließbänder machen. Ein paar fließende Fließbänder. Ich wollte schon gerade wieder meckern. Mitte Kohle, ja, passt. Spender Imperium. Okay, wir brauchen Ärmchen. Ja, dann lassen wir das auch so ankommen. Und dann lassen wir das erstmal, ja, ich weiß nicht, von hier oben kommen. Würde ich sagen. Weiß mir schon lieb wäre, wenn es eine kleine Kurve geht, damit wir einfach ein bisschen hier anbunkern können. So wie hier unten jetzt beim Eisen. Das ist gut. Sieht zwar total hässlich aus momentan, aber das ist gut so. So ein kleiner Vorlauf, der schadet definitiv nicht. Machen wir das so. Nicht schön, aber erst einmal effektiv. So. Ja, das passt erst einmal. So, wir brauchen Strom. Strom, Strom. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das mit den Kabeln dann hier so gut hin. Ich sehe jetzt schon wieder alles im Chaos versinken. Da in der Mitte klappt das schon mal nicht, aber da können wir dann hier schön mit tiefer liegenden Leitungen arbeiten. Es wird dunkler. Es wird rot. So, das verteilt sich schon mal gut. So. So, dann können die sich schon mal bestücken. Das ist schon mal das Erste, was wir jetzt haben. Energieleistung, ja, das wird langsam ein bisschen heftig, aber das passt noch. Und hier bauen wir jetzt einfach noch eins dran. So. Umso mehr Kohle ist da. Eisen stapelt sich. Mal einfach einen vierten hin und hier auch noch einen vierten. Nimm einfach mal das Holz jetzt. Also, Endprodukt kommt hier raus, Kohle kommt in die Mitte. Für die Kohle brauchen wir dann diese roten Greifarme, die haben wir jetzt noch nicht. Das heißt für uns, also diese hier zum Beispiel, wir brauchen als erstes mal diese Forschung. Das heißt, wir müssen forschen. Und dafür brauchen wir diese Fläschchen. Wissenschaftspakete. Wir machen erst mal 10. Und dafür brauchen wir dann noch diese
dieses Labor. Labörchen. Gut, Energie müssen wir auf jeden Fall gleich gucken. Energieerzeugung, Verbrauch. Seht man auch hier, Leistung ist ja fast am Maximum. So, sammeln wir erstmal alles ein. Und dann... Ach, die Fläschchen sind fertig, okay. Bauen wir mal ein Labor. Für das Labor brauchen wir Strom. Und das arbeitet im Moment zumindest sehr langsam. Labor. Hallo Handy. Labor. Bauen wir dahin. Ja, hin. Dahin. Und dann tun wir auch direkt erst die automatische verfügbar erlernen, oder? Doch, das machen wir als erstes. So, da können wir jetzt die Fläschchen reinmachen. Und dieses Teilchen erforscht das Ganze jetzt für uns. Automatisierung ist das erste, was wir erforschen. Und wenn wir dann die haben, tun wir das. Hallo Handy. Tun wir das Ganze hier dann so machen, dass hier Kohle reinkommt. Können wir auch gerade noch gucken. Ob hier irgendwo noch Kohle rumgammelt. So nix. Nee, hier ist auch keine andere Kohle mehr. Da müssen wir auch mal auf einen kleinen Streif zu gehen. Vanilla, ja, ich spiele im Moment Vanilla. Im Moment, ja, rein Vanilla. Aber auch Modpack. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich... Forschung ist fertig. Ich habe schon lange kein Factorio mehr gespielt, deswegen spiele ich jetzt erstmal wieder Vanilla. Ich muss mich auch erstmal an die ganzen neuen Icons hier gewöhnen. Ist alles neu! Also es gibt ein Modpack, wo mich ein bisschen interessieren würde.